Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man eine vollautomatische Zuckerrohrfarm in Minecraft 1.15 bauen kann. Und das Coole an dieser Farm ist zum einen, wie gesagt, dass sie vollautomatisch ist. Das bedeutet, ihr müsst gar nichts machen, außer in der Nähe sein und dann wird automatisch eben Zuckerrohr geerntet. Und außerdem könnt ihr die Farm so groß bauen, wie ihr möchtet. Das bedeutet, wenn ihr viel Zuckerrohr braucht, könnt ihr sie noch größer bauen, als ich sie jetzt hier baue. Oder wenn ihr nicht so viel braucht, dann könnt ihr sie auch kleiner bauen, je nachdem, wie viel Bedarf ihr eben habt. Ja, und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an damit. Als erstes gucken wir uns mal an, was wir dafür brauchen. Und zwar sind das hier die Items, die wir brauchen. Ich baue die Farm jetzt insgesamt 6 Zuckerrohreinheiten groß quasi, also 6 Blöcke groß. Und wir brauchen dafür diese Items. Und dann brauchen wir natürlich noch irgendwas zum Bauen. Und dafür benutze ich jetzt mal Quarz, Orangen, Concrete und auch Glas. Aber welche Blöcke ihr dafür benutzt, ist im Endeffekt egal. Aber diese Blöcke hier, die braucht ihr im Endeffekt. Und das erste, was wir machen, ist, wir bauen erstmal den Mechanismus, wie die Items eingesammelt werden. Und dafür schnappen wir uns erstmal 2 Kisten und platzieren die so. Und dann machen wir von hinten mit Shift und Rechtsklick jeweils links und rechts davon einen Trichter dagegen. Die müssen dann mit diesem kleinen Rohr da Richtung Kiste gucken, dann können sie nämlich auch die Items einsammeln. So. Und als nächstes schnappen wir uns nochmal hier die Baublöcke, die habe ich noch vergessen, so. Und platzieren dann links und rechts nochmal 2 Blöcke neben die Trichter, das sieht dann so aus. Und auf diese weißen Blöcke jetzt platzieren wir Power Rails. Und dazwischen kommen dann auch wieder mit Shift und Rechtsklick ganz normale Schienen. So sollte das aussehen. Ich mache mal kurz hier Timeset 0. Übrigens ist die Welt auch in der Beschreibung. Die könnt ihr euch downloaden, falls ihr das möchtet. Und als nächstes platzieren wir dann hier und hier nochmal einen weißen Block und platzieren da oben drauf nochmal einen Redstone-Block. Und dann umranden wir das Ganze hier einmal so, damit das einigermaßen gut aussieht und auch damit das Minecart halt nicht rausfährt. Und das platzieren wir jetzt nämlich als nächstes. Das stellen wir hier einfach hin und laufen da einmal gegen. Und jetzt müsste es eben von links nach rechts immer fahren. Und so würde es jetzt halt die Items quasi einsammeln. Und damit ist eigentlich schon der ganze Mechanismus fertig, wie die Items eingesammelt werden. Und als nächstes können wir uns jetzt darum kümmern, wie man halt das Zuckerrohr dann farmt. Und dafür schnappen wir uns mal die anderen Blöcke hier. So. Und das erste, was wir machen, ist, wir platzieren erstmal auf die Schienen drauf das, oder die Sandblöcke. Das bedeutet jetzt 6 Sandblöcke. Ihr könnt theoretisch auch Dirt dafür benutzen, aber ich weiß nicht, ich benutze irgendwie immer Sand. Habe ich so angewöhnt mir. Und dann machen wir hier hinten nochmal einen Rahmen drumherum, damit wir hier oben nämlich dann Wasser einfüllen können. Denn Zuckerrohr muss immer direkt an einer Wasserquelle sein. Das bedeutet, hier zum Beispiel könnte ich ja kein Zuckerrohr platzieren. Aber hier oben, direkt neben dem Wasser, funktioniert das. So, das bedeutet, hier kommt dann das Zuckerrohr hin. Und als nächstes machen wir dann hier nochmal einen ganz normalen Block hin. So, machen wir eine Reihe entlang. Und dann platzieren wir hier oben drauf Pistons, die uns angucken. Auch wieder 6 Stück nebeneinander. Beziehungsweise, wie gesagt, wenn ihr die Farm größer bauen möchtet, dann müsst ihr einfach nur mehr Schienen bauen, mehr Sand, mehr Wasser und dann halt auch mehr Pistons nebeneinander stellen. So. Und auf diese Pistons oben drauf platzieren wir von der anderen Seite jetzt Observer-Blöcke. Und die gucken dann mit dem Gesicht quasi Richtung Zuckerrohr und mit dem roten Punkt nach hinten. Und jetzt platzieren wir nochmal eine Reihe Blöcke, die wir hier auf der Höhe von den Pistons platzieren. Und platzieren dann hier hinter einfach Redstone. Und das sorgt jetzt nämlich dafür, wenn das Zuckerrohr wächst, das kann nämlich insgesamt 4 Blöcke hoch werden. Und wenn es bei 3 Blöcken ist, dann erkennt das der Observer und sendet halt ein Redstone-Signal aus. Und dieses Redstone-Signal geht halt nach hinten zu dem Redstone-Dust und löst dann den Piston aus. Und der Piston zerstört dann eben das Zuckerrohr, das kann ich euch mal zeigen. Also wenn ich jetzt noch einen höher mache, dann wird das Signal eben ausgesendet und das Zuckerrohr wird abgefarmt und wird dann hier unten von dem Minecart auch eingesammelt, kommt dann in die Trichter und landet in der Kiste. Was hier allerdings noch ein Problem ist, ist das hier. Und zwar seht ihr, dass das Item daneben gefallen ist. Und wir wollen natürlich alles an Zuckerrohr einsammeln. Das bedeutet, das hier ist jetzt ein bisschen blöd. Und deswegen werden wir das Ganze jetzt nochmal umranden. So. Und dann können wir davor nämlich nochmal eine Schicht Glas platzieren. Und das Glas sorgt dann dafür, dass die Blöcke halt, oder die Items vielmehr, die Zuckerrohr-Items halt nicht irgendwo anders hingeschmissen werden von den Dispensern, sondern halt wirklich nur hier vorne landen können. Und ja, das ist halt ziemlich wichtig, damit ihr auch keinen Verlust habt, weil das wäre natürlich ein bisschen nervig. So, ich umrande das Ganze hier jetzt nochmal. Und dann ist eigentlich die komplette Farm schon fertig. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Zuckerrohr in die Kommentare. Und ich kann nochmal hier eben den, und nicht Timeset, sondern den Random Tick Speed nochmal erhöhen, damit ihr mal seht, wie das Ganze dann auch richtig funktioniert. Mit diesem Comment kann ich jetzt quasi die Geschwindigkeit ändern, in der Sachen in Minecraft wachsen. Und jetzt seht ihr mal, wie das Ganze aussieht, wenn es halt funktioniert. Also die Items, wie gesagt, werden halt von dem Minecart eingesammelt und das Zuckerrohr wächst halt langsam. Und jedes Mal, wenn ein Zuckerrohr 3 Blöcke hoch ist, dann werden die Pistons aktiviert und zerstören einmal das ganze Zuckerrohr, was dann auf den Boden fällt, wie gesagt, und eingesammelt werden kann. Und dann landet das im Endeffekt hier unten in der Kiste. Und wir können jetzt eigentlich ganz normal hier einfach AFK rumstehen oder unser Haus bauen und nebenbei ganz entspannt Zuckerrohr farmen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und weitergeholfen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Zuckerrohr in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.